Railjet Express 897 zum Flughafen Wien. Und damit einen schönen guten Morgen, Herr Lokführer. Heute hast du die Aufgabe, den Railjet Express 897 Richtung Wien zu fahren. Deine Schicht endet heute in Bludenz. Viel Spaß dabei und allerseits eine gute Fahrt. Abfahrt in Lindau ist um 10.23 Uhr. Gesamtzuggewicht liegt heute bei 633,2 Tonnen. Wir haben insgesamt 12 Fahrzeuge im Zugverband und eine Gesamtzuglänge von 309 Metern. Allerdings runden wir aufgrund der Kommastelle natürlich noch auf die 310 auf. Und damit gleichzeitig auch noch einmal hallo und herzlich willkommen hier im Inselbahnhof von Lindau. Ja, vor uns steht ja der neue Railjet der eigentlich zweiten Generation, zumindest wenn die neue Vectron-Lokomotive schon davor hängt. Und mit der 1293, aka Baureihe 193 aus Deutschland, geht es heute einmal von Lindau am Bodensee in Richtung Bludenz. Zwischenhalte sind unter anderem Bregenz und ich meine auch der Bahnhof von, wir gucken ganz kurz nach. Ja, Dornbirn steht hier tatsächlich auch mit eingetragen. Ja, Feldkirch steht mit drin, das war jetzt nämlich der Bahnhof, den ich noch wissen wollte. Und ansonsten müsste dann, genau, Next Stop Bludenz sein. Ja, so schaut die Fahrplanagenda für heute aus. Und ich würde mal sagen, wir geben zu Anfang die Türen frei, natürlich nachdem wir das Fahrzeug aufgerüstet haben. Dazu setzen wir uns erstmal ganz kurz in die Lokomotive hinein und drehen einmal, beziehungsweise stecken erstmal den Schlüssel ins Führerpult ein, drehen den um und aktivieren das Führerpult. Wir entsperren das Führerbremsventil, verlegen es in eine nicht ganz so hohe Bremsstellung, wählen die Fahrtrichtung vor. Wir wollen vorwärts fahren und ja, Stromnehmer müsste schon gehoben sein. Ist es, ist er auch. 15 kV bzw. 16 kV werden uns angezeigt und der Hauptschalter ist auch schon eingeschaltet. Ansonsten würde uns der nämlich geöffnet angezeigt werden. Ja, das GSMR Deutschland müssten wir eigentlich gleich auf GSMR AT umändern. Aber ja, das wird in der Simulation hier nicht geschehen. Wir machen trotzdem mal weiter, schalten uns hier die Pultbeleuchtung ein, die Beleuchtung außen am Fahrzeug. Sehen wir auch nochmal vorne die drei weißen Spitzenlichter. Und, ja, wobei, wir nehmen da, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir nehmen mal die Form, das müsste jetzt hier das Abblendlicht sein. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn man es von außen sieht. Auch wenn das in Österreich dann eigentlich so nicht gang und gäbe ist. Gut, weitermachen wir mit der PZB. Die schalten wir uns unter anderem mit der Tastenkombination Steuerung und Numpad Enter ein. Die bleibt auch direkt hier schon in der obersten Zugart, von daher passt auch das. Und ja, die SIFA finden wir dann unter Shift und Numpad Enter, wird allerdings jetzt hier während der Fahrt von uns nicht aktiviert. LZB brauchen wir nicht, ist aber auch standardmäßig hier auf dem Fahrzeug mit der PZB eingeschaltet. Ja, ich hatte es schon angesagt, wir wollen natürlich die Türen für unsere Fahrgäste öffnen. Das können wir entweder hier über den Taster machen oder wir machen das wieder über die Tab-Taste und klicken dann hier auf links entriegeln. Links sollen unsere Fahrgäste zusteigen. Allerdings gibt es auch schon im Szenario so ein kleines Problemchen. Nämlich wenn man mal hier etwas weiter nach hinten schaut, dann wird man relativ schnell erkennen, dass da hinten eigentlich auch nicht alle Wagen am Bahnsteig stehen. Aber das ignorieren wir jetzt hier mal in der Simulation. Ich denke mal, der Szenarioentwickler hat da trotzdem sein Bestes gegeben, um da einfach ein schönes Szenario zusammenzubauen. Ja, vorne dran hängt eine wunderschöne Railjet, Vectron, muss man einfach so sagen. Wunderschön deswegen, weil wirklich sehr viele Details umgesetzt wurden. Gerade auch die Qualität der Texturen finde ich hier richtig gut. Wenn man sich hier mal anschaut, wie eben einfach die Textur verläuft, was alles für Bezeichnungen mit dran sind, das ist schon wirklich sehr schön gemacht. Auch wenn jetzt hier vom Schriftstil das Ganze nicht hundertprozentig hinhaut, auch der Railjet-Schriftzug, man sieht minimal anders aus, aber das ist wirklich nicht schlimm. Ich finde allgemein das Repaint richtig, richtig gut. Das hat hier der liebe Netrox gemacht, also wirklich sehr, sehr toll umgesetzt. Die Wagen allerdings müssten von jemand anderem sein. Da habe ich mir den Namen tatsächlich jetzt leider nicht gemerkt, aber die schauen auf jeden Fall genauso gut aus. Was ich ein bisschen schade finde in dem Szenario noch, das ist mir auch schon zu Anfang aufgefallen, es gibt hier im Zug tatsächlich nur die Economy und Business Class, wobei hier die Wagen auch nicht die original Railjet-Wagen sind, weder die der ersten noch die der zweiten Generation, sondern man hat hier eben auf die im Simulator bestehenden Eurofima-Wagen zurückgegriffen, was aber auch keine Schande ist, sondern man hat hier einfach mit dem Wagenmaterial gearbeitet, was in der Simulation zur Verfügung steht. So, 23 war Abfahrt angesagt. Wir machen mal die Türen schnell zu und bewegen uns. Na, verriegeln hatte ich doch gesagt.
und bewegen uns dann bitte in Richtung Bregenz. So, jetzt gehen Sie zu. So, Bremse geht in Lösestellung. Wir checken gleich mal noch alles. Wir fahren jetzt erstmal manuell hier aus. So, Hebel on the table. Die Lokomotive steuert schon die Zugkraft hier. Wild hin und her. Ja, man merkt schon, es geht wirklich langsam hier los. Nicht, weil die Lokomotive so schwach ist. Nee, das hängt hier einfach mit der Gesamtzuglänge zusammen. Es ist doch wirklich einiges, was da hinten dran hängt. So, beschleunigen tun wir erstmal auf 40. Da ist dann vorerst mal Schluss. Und nächster Halt ist dann in Bregenz am Bahnsteig 4. Genau, in 6,8 Kilometern. Und zwar, wenn wir in die Agenda reinschauen. Ach, sehr schön. Es gibt wieder keine eingetragenen Fahrplanzeiten. Das gefällt mir am besten. Fahrpläne und eingetragene Zeiten. Das heißt für uns, wir haben freie Wahl, wann wir in Bregenz ankommen wollen. Auf jeden Fall geht es erstmal vom Inselbahnhof runter, beziehungsweise von der Insel runter, aus dem Inselbahnhof heraus, muss man ja sagen. Und dabei sehen wir aktuell rechts und links den wunderschönen Bodensee, den wir jetzt hier verlassen. So, das Stadtprogramm der PZB hat sich mittlerweile auch schon wieder eingependelt. Wir sind im Normalbetrieb unterwegs. Und dann sollten wir eigentlich gleich etwas schneller fahren dürfen. 50 stehen jetzt hier schon im Fahrplan eingetragen. Dann, ja, orientieren wir uns auch tatsächlich hier mal am Head-Up-Display. Mit 90 geht es dann weiter. Huch, der Zuglängenmesser war das nicht. Das war die E-Taste zum Aufstehen. So, jetzt ist der Zuglängenmesser aktiviert. Wir können es auch hier nochmal richtig schön sehen, dass die 310 Meter hier auf der linken Seite runterlaufen. Und 50 haben wir jetzt erstmal drin. So, und jetzt können wir eigentlich schon ausschalten, weil wir etwas später gedrückt haben. So, Fahrt und Fahrt warten. Na, die Lokomotive macht auch noch keine Mucken. Also sie überträgt die Zugkraft wirklich problemlos bisher. Ja, doch ein bisschen. Ein bisschen schwächelt sie jetzt hier nochmal. Da werden die Fahrmotoren einzeln, allerdings durch das System der Lokomotive, nochmal eingesteuert. Die Zugkraft wird ja temporär bei manchen Fahrmotoren dann verringert. Einfach um hier für die ja, maximale Haftreibung zu sorgen. Oder besser gesagt, um die maximale Haftreibung auszunutzen. Denn so wirklich für Haftreibung sorgen können Elektromotoren in der Regel nicht, wenn man es genau physikalisch nimmt. Oh, hier auch sehr schön. Neben uns abgestellt ein Vectron und Railpool Lackierung und dahinter die ursprüngliche Farbgebung der Dispo-Lok-Familie von Siemens. So, und wir machen mal gleich bei der nächsten Sache weiter. Wir verlegen den AFB-V-Sollsteller hier mal ganz nach vorne. Zugkraft ist in Null-Neutral-Position und damit können wir AFB. Genau, die AFB aktivieren. Das müsste auch gleich über die Grenze drüber gehen. Da müssen wir dann gleich noch mal ein bisschen umschalten. Ja, 5,6 Kilometer sind es noch. Also ich meine mal so in einem Kilometer bis anderthalb Kilometern müsste dann auch die Schutzstrecke kommen. Wenn sie in der Simulation eingebaut ist, wovon ich ausgehe. So, jetzt haben wir die 100 eingestellt. Die quittieren wir einmal. Schalten dann mal ganz kurz etwas mehr Zugkraft auf. Zugkraft wieder weg. Einmal rollen lassen. Und wir können ja eigentlich auch. Jetzt weiß ich gar nicht. Ah, na doch, da kommen schon die ÖBB-Signale. Zumindest die ÖBB-Vorsignale. Und dann müsste da vorne auf der Brücke. Ja, man sieht schon was Blaues. Ein EL1 direkt auftauchen. Ich glaube, da folgt nicht nochmal separat ein EL1V. Aber wie gesagt, ich habe keinen Fahrplan. Und ich bin auch hier lange nicht unterwegs gewesen. Na gut, es folgt ein EL1V. Ja, dann haben wir jetzt wirklich sehr früh ausgeschaltet.
Das ist aber nicht wirklich schlimm. Wir sind sehr schnell unterwegs. Genau, Hauptschalter ist aus. Wir haben nur einen gehobenen Stromhalm im Zugverband. Auch nur ein elektrisch angetriebenes Triebfahrzeug. So, Fahrleitungsspannung ist natürlich wieder zurückgekehrt. Einmal Hauptschalter eintasten. Zugkraft aufbauen. Und dann geht's auf dem schnellsten Weg nach Bregenz. So, den Kollegen grüßen wir. Theoretisch, wir sind jetzt in Österreich. Einmal voll aufblenden. Und ja, dadurch für die größtmögliche Erkennbarkeit sorgen. Aber das machen wir nicht während der gesamten Fahrt. Wie gesagt, das sieht von außen nicht ganz so schön aus, finde ich einfach. Und deswegen können wir zumindest in der Simulation auf unsere Eigenlichtkonfiguration zurückgreifen. Das darf hier einfach keinen stören. Gucken wir mal von außen. Ja, jetzt ist es natürlich ausgeschaltet. Das wollte ich auch nicht. So wollte ich das haben. Und ganz wichtig, die Länderauswahl, die gibt es hier auch noch. Da können wir jetzt auf 15 kV AT wechseln. Na, oder auch nicht. Dann nehmen wir die Zugkraft raus. Geht hier nochmal mit Enter. Will er nicht oder muss dazu eine Simulation der Hauptschalter draußen sein? Kann auch sein. Nö, will er irgendwie nicht. Wir können auch 25 kV anstellen. Macht er aber auch nicht. Gut, dann Hauptschalter rein. Wir können es mal im Stillstand probieren, dass wir da in Bregenz gleich mal wechseln. Vorsignalisierung kommt schon. Das müsste die Haltepunkttafel oder Haltestellentafel, wir sind ja in Österreich, für Bregenzhafen sein. Das können wir auf jeden Fall über die Karte ganz kurz einsehen. Genau, Bregenzhafen, dann kommt Bregenz. Ah, die Streckenkunde ist eben noch irgendwo da. Ganz so viel haben wir noch nicht vergessen. Richtig schön nochmal mit dem Blick über den Bodensee. Und hier merkt man es eben wirklich, dass DTG auch bei den Sichtweiten was verändert hat. Das wird jetzt hier wirklich sehr spürbar, dass man eben einfach von einem Ende des Bodensees bis zum anderen rüber gucken kann. So, jetzt schön ordentlich reingehen. 111 erwarten, 110 erwarten meine ich. So, 60. Das passt schon. Können wir wieder teilweise auslösen. E-Bremskraft raus. Ja, da können wir wirklich noch voll auslösen. Das ist eben auch irgendwo der Vorteil an der Hochabbremsstellung R. Wir haben schöne, schnelle Anlege- und Lösezeiten bei den Bremsen. Theoretisch auch noch EP-Bremse. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit das hier in der Simulation umgesetzt wurde. Also eine elektropneumatische Ansteuerung. So. Vereinfacht gesagt, es ist einfach ein Kabel, was durch den Zug geht und wo dann eine elektrotechnische Lösung dafür sorgt, dass die Bremsen eben möglichst schnell und gleichzeitig ansprechen. Ach, wir sollen ja davon eigentlich anhalten. Aber na gut, Bregenz hat so einen langen Bahnsteig, da stört das niemanden. Wir entriegeln auf der rechten Seite in Fahrtrichtung und dann probieren wir es nochmal ganz kurz mit der Systemumstellung. Klicken wir nochmal drauf, wählen AT 15 kV und nee, irgendwie nimmt das nicht. Irgendwie hat er damit ein Problem. Ich weiß nicht warum. Also ich meine, wir können auch nochmal den Panto runter machen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in SOS-Stellung gekommen sind. Achso, die Türen sind wieder noch nicht entriegelt. Nimmt es jetzt? Nee, nimmt er immer noch nicht. Wir drücken nochmal drauf. Das gibt eben auch manchmal so ein Problem, dass er die Türen trotzdem nicht entriegeln möchte. Dann machen wir das anders.
Wir tricksen den Simulator jetzt ein bisschen aus. Wir schnappen uns einfach hier die erste Tür und machen die manuell auf. Manchmal klappt einfach nur das. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte zuerst eigentlich die Tastenkombination verwendet, aber wollte irgendwie nicht. Ja, wir brauchen auch keine andere Tür am Zugverband öffnen. Der erkennt laut Simulatorlogik das dann trotzdem irgendwo als geöffnet. Wir machen mal weiter. Wir probieren es jetzt nochmal ganz kurz mit 15 kV. Jetzt nimmt das. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum wir den Stromhöhe bei 15 kV, also bei dem Wechsel auf AT15 kV ändern sollen, weil das ist genau derselbe Strom und dieselbe Spannung, wie wir es in Deutschland haben. Man braucht auch keinen Schleifleistenwechsel durchführen, sprich, wir können genau denselben Stromhöhe dafür nehmen, aber die Simulatorlogik möchte es scheinbar einfach so. Ist auch irgendwo dahingehend verkraftbar, weil es halt, ja, es ist keine Ausbildungslokomotive hier, keine Ausbildungssimulation. Der Vectron ist gut, ja, aber keine Frage. Er hat im Vergleich zur realen Lokomotive natürlich seine Unterschiede. Aber dennoch, es macht viel Spaß, mit ihm zu fahren, trotz der, ja, durchaus vorhandenen Kinderkrankheiten. Ich will es mal so formulieren. Einfach schön. Wieder über die Railjet zu fahren, macht wieder richtig Spaß. Und heute sogar, ja, als Railjet 2. Beziehungsweise als Dayjet werden sie auch intern bezeichnet. Ne, also der neue Railjet der zweiten Generation, Version 2, wird de facto in eine Dayjet und dann eine Nightjet-Variante unterschieden, wobei eben die Nightjet-Variante dann die Version ist, die eben, wie es der Name schon sagt, für die Nightjets eingesetzt werden. Und genau, der Dayjet ist halt einfach der normale Railjet, der quasi auch auf dem bisherigen Railjet der ersten Generation irgendwo beruht. Beide Züge kommen von Siemens, sowohl die erste Generation als auch die zweite Generation, und genauso schaut es auch mit dem jeweiligen Nachtzug-Pendant aus. Das wurde ebenfalls von Siemens gebaut und entwickelt. Zuglokomotive ist zumindest geplant die Baureihe 193 aus Deutschland, wie wir sie kennen, oder eben unter ÖBB-Bezeichnung die 1293. Und wir kümmern uns erstmal ganz kurz um unseren Zug. Da sollten wir nämlich mal wieder die Türen verriegeln und gleich abfahren, bitte. So, Türen gehen zu. Ganz kurz noch ins System rein. Ich möchte ganz gerne die E-Bremskraft erhöhen. Na? Achso, das war, glaube ich, hier einfach so zu steuern, oder? Ach nein, hier unten steht's ja. Natürlich. So, aufs Häuschen, wieder zurück. Und dann würde ich sagen, gib ihm, ne? So, Zugkraft wird eingetastet. Fenster machen wir nochmal auf. Serviceblick. Und ab die Post. Einmal winken. Tschüssi. Und los geht's. So, wir sind gerade in den Hauptbahnhof von Bregenz eingefahren mit 100 km pro Stunde, hatten allerdings eine Geschwindigkeitsankündigung für 110 vor der Nase und die möchten wir natürlich auch einstellen. Das können wir hier schon mal eingeben. Na, so, jetzt habe ich dich einmal quittieren mit einem Druck oben auf den Taster von der AFB. Und dann können wir los. Ach, siehst du, diesmal habe ich es auch gar nicht umgeändert, weil es einfach in der Hektik untergegangen war. Ich möchte natürlich meine Zugkraftanzeige und die Geschwindigkeit in der Mitte haben. Das ist die Variante, wie sie mir am liebsten gefällt. Das Coole an der heutigen Railjet-Fahrt ist auch, dass wir hier auf der Strecke zwischen Blue Dance und Lindau mal wirklich die Höchstgeschwindigkeiten ausfahren können. Bisher sind wir ja oftmals mit Güterzügen gefahren, beziehungsweise auch schon gerne mit dem Regionalzug, wo wir sogar ja, die Präsentationsfahrt hatten de facto und konnten damit aber nie so wirklich die hohen Geschwindigkeiten fahren oder realisieren, die wir hier auf der Strecke zur Verfügung haben. Und jetzt hier mit dem Railjet 2 haben wir zumindest mal die Möglichkeit, Vollgas zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Jedenfalls im Rahmen dessen, was die Streckenhöchstgeschwindigkeit zulässt. Das Schöne ist auch, jedes Mal, wenn wir jetzt einen Zug sehen, brauchen wir uns das Abblenden hier gar nicht anzugewöhnen.
weil wir fahren ja sowieso mit relativ abgeblendetem Licht. Also gibt auch keine Möglichkeit, wie wir da irgendjemanden gerade stören könnten. Naja, der Zuglenkmesser können wir jetzt wieder vergessen. Wir machen es mal so. Wir sind sowieso schon mit unserem Zugschluss da durch. Zack, einmal quittieren und ab geht die Post. Die Lok schaltet die Zugkraft auch relativ langsam und gemächlich auf, wenn man direkt die AFB-Geschwindigkeit übernimmt. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man hier sehr stark durchgeschüttelt wird etc. Das passt schon wirklich alles sehr gut. So ist es für Dornbirn. Ja, tatsächlich an einem Ort anhalten. Anweisung. Gut, dann steht Dornbirn auch noch mit drin. Und nach Dornbirn wird dann Feldkirch folgen. So, Zugkraft raus. Wir können hier ruhig schon mal in den Bremsmodus reingehen. Ich wollte aber noch keine E-Bremskraft vortasten. So, ich wollte nur den Bremsmodus einsteuern. Dann haben wir den etwas schneller. Aber ich sehe auch gerade, der macht es wieder rückgängig und nimmt automatisch die Zugkraft als Präferenz. Ist jetzt nicht weiter schlimm, aber wäre halt schon etwas schöner gewesen. So, jetzt kommt der schöne große Verschiebebahnhof. Das dürfte jetzt nämlich Wolfurt sein. Ich glaube nicht, in Wolfurt ist es auch eine Haltestelle und kein Bahnhof. Genau, Wolfurt erstmal. Ah, wobei, es gibt ein AS, ein Ausfahrsignal. Von daher, zack, wird es auch ein Bahnhof sein. Weil, ja klar, es liegen halt auch Weichen da. Und durch sind wir. So, 4,1 Kilometer sind es noch. Wir können uns hier mal ein bisschen nach den Hektometertafeln richten. Die Haltestelle ist noch nicht unsere. Oh, sehr schön. Der Blick vorne auf die Alpen. Das ist eben auch irgendwo das Schöne hier an der Vorarlbergroute. Man fährt jetzt allmählich vom Bodensee weg. Immer mehr in die Alpenregion hinein. Immer mehr, ja, ins Herz Vorarlbergs. So, 19,5, 2,8. Dann würde ich sagen, bremsen wir mal so, ja, einem Kilometer rein. Das sollte ganz gut passen. Beim vollen Kilometer dürfte eigentlich reichen, ja. Bei 21. Wirklich. Echt schön. Echt schön. So. 120er, ja. Da muss man sowieso etwas schneller unterbremsen. Die sind eigentlich ab hier gültig, die 120. Signale sind Fahrtstellung. Passt von daher. Nochmal ausgelöst. Die E-Bremskraft, die ist schon wirklich stark. Also, der Vectron, der hat wirklich eine Power. Das macht richtig Spaß. Genau, hier mal die 120 standen gerade eben schon da. Aber hier eben nochmal nachkonfigurieren. So, sind schon eingestellt. Höchstgeschwindigkeit ist damit festgesetzt.
Guck mal, wie weit der Bahnsteig ist. Ja, das werden wir auch tatsächlich brauchen hier in Dornbirn. Mit Zuglänge. Ja, jetzt sind wir am Bahnsteig dran. Okay, ja, brauchen wir auch wieder nicht die volle Bahnsteiglänge eigentlich. Können wir etwas eher reinbremsen. Oh, müssen wir jetzt auch. So. Ach, der... Nee, der nimmt hier auch jedes Mal noch die... Gut, die Lokbremse mit rein. Das wollte ich eigentlich nicht. So, rechts entriegeln. Ganz kurz schauen, ob er auch die Türen wirklich entriegelt. Macht er natürlich wieder nicht. Dann wenden wir unseren Trick an. Wir schnappen uns die erste Tür im Zugverband. So, drücken wir auf auf. Und damit haben wir unseren Zustiegsvorgang. Na? Will wohl nicht? Klappt der Trick nicht mehr, oder wie? Ah doch, man muss einfach auf die Tür draufklicken. Auf die Tür selbst. Damit haben wir den Simulator einfach ein bisschen überlistet. Was ich tatsächlich richtig schön finde, dass jetzt hier auch in der Wagenanschrift Bregenz, Dornbirn und Bludenz drin stehen. Sehr toll. Ja, ich hatte es auch zu Anfang schon erwähnt. Eigentlich ist der Railjet mit drei verschiedenen Klassifizierungen unterwegs. Nämlich einmal als niedrigste, ja, die Economy Class, was quasi dem eigentlichen normalen Standard der zweiten Klasse entspricht. Dann gibt es noch die First Class und als wirklich oberste, ja, Klassifizierung dann eben Business, wo dann ja wirklich auch die, ja, die teuersten Zugtickets eben zu erhalten sind. In den Wagen, wie gesagt, schaut es aus wie in komplett normalen Eurofima-Wagen. Das ist allerdings der Simulation jetzt hier geschuldet, weil das die typischen Intercity-Wagen sind, die hier für den Railjet quasi missbraucht werden, so muss man es eigentlich schon sagen. Der Railjet hat eigentlich eine, ja, komplett eigene Wagenkastenform, die man für ihn entwickelt hat, sowohl beim Railjet 1 als auch beim Railjet 2. Im Railjet 2 ist die Diskussion vor allem deswegen so groß gewesen bei der Neukonstruktion der Fahrzeuge, weil es im Zug keinen ebenen Durchgang gibt, sondern Höhenunterschiede eingebaut sind. Sprich, man muss über Rampen bzw. über Stufen im Zug hinweggehen, um von einem Wagen zum anderen zu kommen. Oder überhaupt, um in einem Wagen durchzukommen. Das Problem liegt immer dabei, dass man die Wagen quasi auf Bahnsteighöhe, zumindest im Zutrittsbereich, gebaut hat und dann dadurch sich trotzdem an den Wagenübergängen und an den Drehgestellen, ja, nicht mit derselben Höhe einigen konnte, weil eben die Drehgestellen natürlich auch irgendwo Platz wegnehmen unter dem Zug und ja, irgendwie müssen die halt eingebaut werden und deswegen muss man dann im Zug tatsächlich ein Stückchen nach oben bzw. nach unten gehen, wenn man hindurchlaufen möchte. Also so wirklich barrierefrei ist der Zug in sich selbst nicht, allerdings im Zustieg. Das hat man ja quasi verändert. Ein sehr großes Manko oder eine sehr große Kinderkrankheit, die auch bereits vor Betriebsstart des Railjets 2 immer wieder angeprangert wurde, das waren einfach die fehlenden, ja, Entsorgungsmöglichkeiten im Zug. Es gibt keine konventionellen Mülleimer, wie man das vielleicht aus dem Intercity oder aus dem ICE kennt, wobei auch beim ICE 4 ja gerade an den Wagenenden immer diese großen, ja, wirklich Müllbottiche oder ja tatsächlich richtige Mülleimer, so muss man es einfach sagen, vorhanden sind. Das ist im Railjet 2 nicht der Fall. Dort geht man scheinbar davon aus, dass Mitarbeiter durch den Zug gehen und so kleine Papiertüten, die vorher an den Plätzen positioniert werden, im Anschluss aufnehmen und diese, ja, irgendwo entleeren und wahrscheinlich dann den Fahrgästen wieder neue Tüten zur Verfügung stellen. Auf der einen Seite bringt das natürlich das Problem mit sich, dass man immer davon ausgehen muss, dass jeder Fahrgast so brav ist und ordentlich, dass er seinen Abfall in diese Tüte hineinquetscht. Und auf der anderen Seite frage ich mich so ein bisschen, ob man genau durchdacht hat, wo diese Tüten dann platziert werden sollen. Also natürlich, man könnte die auch in die Rückenlehne vom Vordermann reinschieben, da gibt es extra Einschübe, aber so wirklich angenehm und sauber schaut das, ich sag mal, spätestens nach der 10. Zugfahrt eigentlich nicht mehr aus, weil der ein oder andere hat
nicht nur ein Brot oder irgendein Brötchen, was er da vielleicht reinschiebt, was meinetwegen trocken ist, sondern da kommt dann bestimmt auch mal eine Gurkenschale rein, irgendwelches anderes Obst, vielleicht auch vom Pudding irgendwelche Rückstände oder. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Windeseile die doch sehr neuen und schönen Züge, naja, zumindest den Status von schön irgendwo relativ schnell verlieren können. Gerade eben durch, ja, die Müllentsorgung dann. Wenn man natürlich davon ausgeht und weiß, dass alle Fahrgäste schön brav sind und sich ordentlich im Zug verhalten, dann ist es natürlich überhaupt kein Problem. Dann kann man das getrost so realisieren. Aber auf der anderen Seite stellt sich halt auch wieder die Frage, wohin mit dem Müll? Insbesondere dann, wenn diese Täschlein etwas voller werden, als man das, naja, vielleicht zu Anfang abgeschätzt hat. Ja, und all solche Fragen haben sich wirklich mit dem Reddit 2 und seinen ersten Fahrten, ja, relativ schnell aufgetan. Seitens der österreichischen Bundesbahn gab es auch für den Reddit 2 eine typische Eröffnungsfahrt, eine Premierenfahrt, um es mal so zu nennen. Wieder anhalten. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich jetzt hier keinen Fahrplan mit an Bord habe. So, BEC-Geschwindigkeit ist eingestellt, festgesetzt, Zugkraft auf. Wir gucken mal ganz kurz. Feldkirch kommt in 18 Kilometern, ist noch ein ganzes Stückchen. Achso, und die Geschwindigkeit ist auch gerade wieder hochgegangen auf 140. Na dann, wählen wir das nochmal so vor. Zack, bestätigen und ab die Post. Ja, die vielen Geschwindigkeitswechsel auf der Vorarlberg-Linie hier sind eben so eine kleine Herausforderung ohne richtigen Fahrplan. Aber das kriegen wir schon hin. So, ein Sicherungsposten. Typisch mit der gelben Warnweste. Das ist übrigens auch so ein Fact, der gerade von, ja, ich sag mal, nicht so versierten Eisenbahnen gerne verwechselt wird. Viele Leute gehen davon aus, dass man einfach nur eine Warnweste tragen muss und dann ist man, ja, offizieller betrieblicher Mitarbeiter und kann damit alle Funktionen wahrnehmen, die eben im Rahmen des beruflichen Verhältnisses eingeräumt werden. Das ist aber tatsächlich ein Trugschluss. Insbesondere bei den gelben Westen handelt es sich in der Regel nicht um betriebliche Mitarbeiter, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen. Also bezieht sich jetzt auf Deutschland, nicht auf Österreich. Sondern orangene Westen sind quasi Betriebspersonal und gelbe, also neongelbe Westen, kennzeichnen in der Regel Sicherungsposten. Also Arbeiter, die an der Strecke draußen stehen und eben, ja, Arbeiter sichern. Also das nicht so schnell verwechseln. Eine gelbe Warnweste ist eigentlich oder dürfte eigentlich nicht im Führerstand anzutreffen sein. Also kein Triebfahrzeugführer darf zumindest in Deutschland mit einer gelben Warnweste so im Betrieb herumlaufen, sondern da sind dann wirklich die Orangenen tatsächlich vorgeschrieben. So, ganz kurz mal auf 160 erhöhen. So, die Haltestellentafel habe ich gesehen, tangiert uns aber erstmal überhaupt nicht. Ach, und da kommt schon die nächste Schutzstrecke, das wird natürlich nichts. Zugkräfte raus. Und nächstes Mal die Tafel kommt. Hauptschalter ist offen. Und Hauptschalter ist wieder geschlossen. Das war jetzt aber auch interessant. Hier war tatsächlich E-Bremskraft gerade kurz aufgeschaltet. Also, während der Hauptschalter draußen war, hat die Lokomotive kurzzeitig E-Bremskraft simuliert. Wer es nochmal genau sehen möchte, vielleicht habe ich mich auch nur verguckt, kann natürlich auch sein, aber ich meine, Fahrmotor 3 und 4 waren hier mit leichter E-Bremskraft gespeist. Der Switch einfach mal ganz kurz 10-20 Sekunden zurück im Video und guck nochmal genau nach. So, 160 ist wieder so eine Geschwindigkeit, wo wir immens achtsam sein müssen. Ja, genau wegen sowas. In dem Moment, wo du E-Bremskraft gerade aufgebaut hast, hast du auch schon wieder die Zielgeschwindigkeit erreicht.
und wieder 160. Das ist ein Auf und Ab hier. Wirklich, mit dem typischen Laptop wäre es einfach angenehmer hier zu fahren. Also mit einem Fahrplan, um es nochmal einfach auszudrücken. Weil de facto wird das so, naja, zu einer Fahrt auf Sicht mit 160. Dass man hier so wirklich, na gut, wir fahren sowieso auf Signalsicht, aber ja, da geht's schon wieder los. Ja, hier sind 150, komm, brems rein. Ja, wieder viel zu viel. Da hilft auch keine EP-Bremse. Also hier wäre eine digitale Vorankündigung wirklich von Nutzen. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schon gedacht, als ich das Szenario gestartet habe, dass wir hier wieder keinen Fahrplan haben und dadurch auch nicht rechtzeitig wissen, wann wir eigentlich mit einem Bremseinsatzpunkt zu rechnen haben. Naja, wir ziehen jetzt nochmal hoch auf die 150. Halten vor allem die 8 Kilometer im Hinterkopf. Sonst haben wir hier nochmal eine schöne Freifläche. Da können wir uns den Zug auch getrost nochmal von draußen angucken. Ganz kurz mal noch. Sehr wichtig, zwischenspeichern. Auch interessant zu sehen, wie stark der Bügel hoch und runter geht. Der Abstand zwischen ja, Fahrzeugoberkante und Oberleitung, der ändert sich hier doch recht schnell. Solchen Kräften sollte der Bügel aber dann doch in der Realität auch nicht ausgesetzt sein. Erst recht nicht bei solchen Geschwindigkeiten von 150 bis 160 km pro Stunde. Also 6,6. Also ungefähr bei 41 fangen wir mal an. Ja, nicht bei 41, bei 45. So, Signal ist grün. Alles frei. Sehr schön. Übrigens die Lokomotiven, die für den Nightjet, für den neuen Nightjet eingesetzt werden, gut, bei dem alten ist es ja auch genauso, die haben in der Regel nicht das Standard-Railjet-Design aus diesen Bordeaux-rot-weinroten Farbtönen, sondern sind in Rot und Dunkelblau gehalten. Finde ich persönlich sehr schön für einen Nachtzug. Das Konzept dieser dunklen Farben ist auch tatsächlich schon etwas älter. Sie wurden tatsächlich auch schon bei der Bundesbahn eingesetzt. Insbesondere da auch im Tenpool, also im Trans-Euro-Nachtpool. Das war ein ja, Schlafwagenpool, der ja, eigentlich in weiten Teilen Europas, so muss man sagen, nicht in ganz Europa, aber in weiten Teilen Europas vorhanden war. So, Vorsicht. Das ist schon sehr stark eingebremst. Gut. Wir kommen gleich nochmal zur Thematik Tenpool zurück. 110 erwarten. Prüfgeschwindigkeit schon längst unterschritten. So, Vorsignalnachahmer sagt Halt. Mal gucken, ob es einen 500er gibt. Schaut nicht so aus. Ja, dann können wir auch etwas flotter noch ranfahren. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht hier zu irgendeinem Szenariofehler oder sowas kommt.
nicht, dass die Strecke vor uns dauerhaft belegt ist. Wir könnten natürlich jetzt schon im Rollen anrufen beim Fahrdienstleiter. Allerdings, wenn das so geplant ist, wäre das auch ein bisschen schade. Also, es kann sein, dass hier einfach eine Zugkreuzung geplant ist und es wäre dann schade, wenn wir durch den Anruf das Ganze unterbinden. Weil das gehört eben zum Eisenbahnfahren auch mit dazu, dass man hin und wieder mal ein rotes Lämpchen vor der Nase hat. So, Bremse ist ausgelöst. Einmal rollen. Wir nehmen sogar ein bisschen Zugkraft noch mit rein, dass wir langsam zum Signal vorschleichen können und noch nicht zum Halten kommen. Ja, da können wir doch mal ganz kurz die Situation nutzen. So, das genügt aber. Wir schnappen uns jetzt doch ganz kurz mal den Hörer und er sagt, abgelehnt auf Signalwechsel warten. Okay, dann bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als hier rein zu bremsen und den Zug einmal hinzustellen. So, Feldkirchbahnsteig 3, ja, vor unserer Nase, aber nicht wirklich greifbar. Wir prüfen mal ganz kurz mit der Taste 9 hier in der Übersichtsansicht die Zugfahrstraße. Hier ist auf jeden Fall schon mal was eingelegt für das aktuelle Gegenglas. Ja, und da kommt auch irgendwas. Ich tippe jetzt hier mal auf den 4024. Von der Länge her würde das hinhauen. Und vom Fahrzeugansatz hier in Vorarlberg ebenfalls. So, sollte in wenigen Sekunden hier vorne um die Ecke geschossen kommen. Na, kommt noch nicht. Na gut, ein bisschen Zeit müssen wir dem Zug schon geben. Aber mit anderen Worten, unsere Fahrt sollte sich wirklich in wenigen Momenten fortsetzen. Ja, und da kommt er schon. 4024, wahrscheinlich die S-Bahn Vorarlberg. Guten Tag, Kollege. So, rein mit uns. Ich löse schon mal aus. In der Hoffnung, dass es gleich frei wird. Na? Will wohl noch nicht. Na gut, das ist jetzt ein bisschen mysteriös. Wir gucken mal rein in die Übersichtsansicht. An sich. Ah, da kommt noch was. Da kommt noch was. Ich prüfe jetzt gleich mal noch den... Och nein, was ist denn da los? Die Züge befahren das Gegengleis. Ich ahne etwas nicht Gutes. Es könnte tatsächlich sein, dass wir beide Züge abwarten müssen. Ja, ich vermute es schon. Wir machen das mal anders. Wir haben ja die wunderschöne Funktion des Federspeichers. Zack, leuchtet auch rot. So, sollte angelegt sein jetzt. Wir machen mal ganz kurz die Probe. Federspeicherbremse. Ja, funktioniert. Und dann machen wir das mal so. Wir gehen mal aus der Loksche raus. Na, Tür schließen bitte. Nee, ich möchte nicht hinaufsteigen. Ich wollte gerade raus. Okay, wir lassen sie jetzt einfach offen. Also theoretisch könnten wir diese Zeit nutzen für eine Doppel-P-Pause, also eine Pinkelpause. Oder wir können sie auch nutzen, um einfach mal die Tür hinten aufzumachen. Wir schlüsseln uns die auf in der Simulation und klettern einfach mal in den Wagen rein. So, Tür machen wir zu.
Auch hier drin ist sehr schön. Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz. Ja, Wien fehlt natürlich als Zugziel drin. Wird einfach damit zusammenhängen, dass der Wagenlauf oder der Fahrzeuglauf auf den Streckenlauf hier angepasst ist. Wahrscheinlich kann man nicht die Zugziele einzeln in die Zugzielanzeige im Wagen oder in das Fahrgastinformationssystem integrieren, sondern es wird immer das festgelegt, was vom Szenario auch automatisch als Haltepunkte eingetragen worden sind. So, das PC ist leider nicht öffnbar, okay. Ja, typischer Seitengang hier mit, da kommt gerade der Güterzug durch, mit einzelnen Abteilen. So, und da ich noch nicht weiß, ob es gleich weitergeht, machen wir das schon mal so, dass wir wieder vor zu unserer Lokomotive gehen. Ganz wichtig, dort geben wir natürlich noch den Türschließbefehl, dass hier alles auch wirklich glatt läuft. Nee, nicht das Fenster runter. Tür zu. So rum. Und natürlich, siehe da, es bleibt bei Rot. Also, wir müssen noch einen Zug abwarten. Weil wir haben es ja gerade eben schon gesehen, in der Übersichtsansicht waren zwei Züge eingetragen. Und genau. Erstmal machen wir unsere Türen im Zugverband zu. Das Ganze prüfen wir auch mal mit der Außenansicht 8 ab. Nicht, dass es dann heißt im Spiel, sie sind mit geöffneten Türen losgefahren. Spielabbruch. Das kann es nämlich auch geben. So, und dann dürfte es jetzt noch der eine Zug sein, der hier durch Feldkirch durch muss, bis wir dann folgen dürfen. Also ich sehe jetzt nichts, was hier in der weiteren Umgebung in Annäherung ist. Deswegen, also es kann eigentlich nach dem Zug erstmal nichts weiter folgen. Aber ne, das ist Transit World 4. Da kann tatsächlich auch wieder alles passieren. Also das habe ich jetzt in diesen Simulationsspielen über die ganzen Jahre auch gelernt. Gut, ist ja de facto auch wie bei der echten Eisenbahn. Da kann auch immer alles passieren. Ich meine, bei Personenzügen geht das in der Regel noch. Da orientiert man sich ja einigermaßen, oder was heißt einigermaßen, ist auch ein bisschen böse gesagt, aber Personenzugfahrten verlaufen in der Regel ordentlicher als Güterzugfahrten oder LZ-Fahrten etc. Insbesondere natürlich dann, wenn es LZ-Fahrten sind im Schienenpersonenfernverkehr oder für den Schienenpersonenfernverkehr, dann ist auch da die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Plan läuft, relativ groß. Aber Güterzugfahrpläne, unabhängig davon, ob sie in Österreich, Deutschland oder anderen EU-Ländern gebaut werden, ja, da hat man manchmal so das Gefühl, dass die obligatorisch sind, aber die tatsächliche Umsetzung dann irgendwie, naja, fernab der Planung realisiert wird. So, der Holzzug fährt durch. Naja, dann machen wir mal den Federspeicher lose. So, Lampe ist erlöschen. Zack. Und liebes Signal, jetzt hätte ich voll Bock auf Fahrt. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Das wiederum gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe mir so das Gefühl, dass das jetzt irgendwie hier nach hinten losgeht. Also ich will jetzt auch hier nicht 100 Züge abwarten. Noch ganz kurz mit der Taste 9. So, Spieler zentrieren. Hier stehen wir. Ja, tatsächlich. Die Fahrstraße ist immer noch nicht freigegeben. Aber woran liegt das? Na, da ist wieder irgendwas unterwegs. Aber das kann es doch nicht sein. Also, ich will da jetzt auch hier nicht eine halbe Stunde warten. Ja, da kommt halt wieder ein Zug.
Ich meine, nach dem Zug, ja, kommt wahrscheinlich nichts mehr. Dann haben wir wahrscheinlich alle Züge dieser Fahrt abgewartet. Wenn es danach immer noch nicht losgeht, dann tut's mir leid, aber dann werde ich das Szenario tatsächlich abbrechen. Ich meine, da sind wir halt auch schon, ja, dann Bregenz. Also, da ist halt auch nicht mehr viel, was eigentlich entgegenkommen kann. Gut, der Zug ist jetzt nicht wirklich weit von Feldkirch entfernt. Wie gesagt, wir warten den noch ab. Wenn es mit dem klappt, schön, dann können wir die Fahrt fortsetzen. Freue ich mich drauf. Wenn nicht, lassen wir das jetzt mal hier vor den Toren Feldkirchs enden. Es wäre zwar schade, aber es wäre jetzt auch kein allzu großer Verlust. Denn wenn wir nochmal genau gucken in der Übersichtsansicht, wir sind tatsächlich schon den Großteil der Strecke hier gemeinsam abgefahren. Und jetzt weiß ich gar nicht, sind wir schon mit einem Szenario in Bludenz gestartet. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, wir kennen den Streckenabschnitt schon. Es gibt ziemlich viele Videos hier auf dem Kanal, auch aus der Dreiländereckroute, aus dem Transmulator Classic, wo die Bahnstrecke schon wirklich mehr als ausgiebig und mehr als, ja, aus allen Winkeln eigentlich beleuchtet wurde. Zusätzlich zur Dreiländereck, also Three Country Corner Route, gibt es ja auch noch das Pendant von RSSNO, wo man eben auch von... Ah, war das Bregenz oder Bludenz? Nee, tatsächlich. Die Arlbergbahn von RSSNO, meine ich, startet in Bludenz und führt von Bludenz über St. Anton am Arlberg in Richtung Innsbruck. Da dürfte der Streckenteil hier nicht enthalten sein. Tatsache. Hatte ich nicht dran gedacht. Aber gut, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit in der Lokomotive versauen, gehen wir nochmal in die Außenansicht. Auf der einen Seite haben wir nochmal den wirklich schönen Vectron vor uns. Ich bin schon sehr gespannt auf die tatsächliche Vectron-Version, die vor dem Bridget der zweiten Generation hängen soll. Ob man wirklich den Standard-Vectron wieder davor hängt, so wie man ihn bereits in der Ausführung kennt, oder ob der eben auch irgendwelche Modifikationen noch mit erfahren wird. Und hier drüben haben wir noch mal ganz kurz einen Gleisanschluss, in dem wir jetzt tatsächlich auch wieder nicht reinfliegen können. Da hinten die rote Box finde ich doch irgendwo sehr interessant. Na, auch da kommen wir wieder nicht rein. Gut, versuchen wir mal ganz kurz einen kleinen Trick anzuwenden. Ah, jetzt könnte es geklappt haben. Nee, hat leider nicht geklappt. Aber da sieht man tatsächlich, dass die Programmierer nicht ganz so sauber waren, was die Arbeiten angeht. Da ist wahrscheinlich einfach noch die Modellierungsbox vorhanden bei dem Signal. Deswegen hat die so einen roten großen Kasten oben drauf, der Signalmast. Das würde ihm wahrscheinlich im Beta-Test nicht aufgefallen sein. Ja, aber vielleicht ganz kurz hier zu dem Gleisanschluss. Warum findet man insbesondere bei Elektrizitätswerken, bei Umformer, Umspannwerken, Gleisanschlüsse? Das hängt einfach damit zusammen, dass Transformatoren auf, verhältnismäßig kleinem Raum doch sehr schwer werden können. Und wie könnte man nicht besser solche schweren Lasten transportieren als mit der Bahn. Und genau deswegen findet man in vielen Anschlussstellen, die eben bedingt durch ein Elektrizitätswerk, durch ein Umspannwerk, Umformerwerk etc. Vorhanden sind, Gleisanschlüsse, an denen man direkt quasi einen Trafotransport durchführen kann. Alte Transformatoren können da verhältnismäßig einfach auf die Bahn umgefrachtet werden, umgeladen werden und dann quasi mit dem Zug zum Zielort transportiert werden. Das geschieht tatsächlich nicht selten als sogenannte Lademassüberschreitung. Heißt quasi, wir haben einen Gegenstand, ein Fahrzeug, einen Körper, den wir auf der Bahn transportieren und der eben nicht das reguläre Lichtraumprofil, also der Profil, also nicht profilfrei, mit uns mitfährt, und der unterliegt eben besonderen Behandlungen. Meint also,
Es gibt an manchen Stellen Einschränkungen, was zum Beispiel die Höhe angeht, die ein Eisenbahnfahrzeug nicht überschreiten darf. Es gibt Werte, die in der Breite nicht überschritten werden dürfen und so weiter und so fort. Und bei diesen Lademaßüberschreitungen gibt es eben an gewissen Stellen Einschränkungen, weil eben die Ladung zum Beispiel im Gleisbogen zu weit nach rechts hängt, zu weit nach links hängt, zu hoch ist oder. Und ja, dafür werden dann eben besondere Vorschriften herausgegeben. Das unterscheidet sich von Sendung zu Sendung. Also man spricht auch im Zusammenhang von diesen Lademaßüberschreitungen immer mit sogenannten LÜ-Sendungen. Das sind nichts anderes als diese großen Gegenstände oder übergroßen Körper, die man bewegt. Und gerade an Bahnsteigen zum Beispiel kann es so sein, dass so eine Lademaßüberschreitung eigentlich bei der Durchfahrt mit dem Bahnsteig kollidieren würde. Da muss man das zum Beispiel so machen, dass man beispielsweise bei einem Tragschnabelwagen mittels einer Hydraulikeinrichtung den gesamten Wagenkörper ja, etwas weiter von der Bahnsteigkante wegbefördert. Da gibt es einen gewissen Spielraum, wo man ja, diesen Körper auch hin und her manövrieren kann zwischen den Tragschnabelwagen. Und ja, verschiedene andere Möglichkeiten tatsächlich noch, wie man diese LÜ-Sendungen halt durchführt. Manchmal müssen dafür sogar irgendwelche Gegenstände, also Signalsicherungstechnik oder, ummontiert, umgebaut werden. Ach, Tatsache, ein ICE. Na da. Da gebe ich sogar mal Lichthupe. Ja, und tatsächlich auch beim ICE, der erfüllt tatsächlich auch eine, also durch seine relativ breit gebauten Wagen, nicht alle Lichtraumprofile, die es gibt. Also man kann nicht überall mit dem ICE1 zum Beispiel umherfahren, weil auch da gibt es Einschränkungen, weil der Wagenkasten der ICE1-Wagen tatsächlich breiter gebaut ist als bei vielen anderen Fahrzeugen. So, 110, die Palmen waren, allerdings noch nicht jetzt, sondern erst nach dem Halt in Feldkirch. Das muss man im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Plan haben. Eine 90er-Ankündigung. Die wird natürlich auch gleich umgesetzt. Direkt einloggen. Zack und registriert. So, in Kürze werden wir Feldkirch erreichen. Der Ausstieg in Feldkirch in Fahrtrichtung rechts. So, wir können ja auch hier mit Fahrtbegriffen rechnen. Von daher brauchen wir nicht besonders langsam oder so am Bahnsteig einfahren. Wir sind ja sowieso schon mit einer relativ niedrigen Geschwindigkeit hier unterwegs. So, der liebe Herr nimmt hier nochmal bitte Abstand von der Bahnsteigkante. Und dann bremsen wir hier einmal ordentlich rein. Und so passt das. Zack. Sehr schön. Türen in Fahrtrichtung rechts entriegeln. Wir überprüfen natürlich wieder, ob sie sich öffnen. Ich höre aber was. Oh, das ist natürlich nur die Glocke. Unsere Türen, die machen nicht mit. So, Tür einmal öffnen, bitte. Dankeschön. Genau. Und damit wären wir hier in Feldkirch. In Feldkirch gibt es auch die Besonderheit, dass man tatsächlich aufgrund der relativ langen Bahnsteige, und das sieht man hier hinten schön, na, sind wir hängen geblieben. Also man hat hier wirklich einiges noch an Toleranzen beim Anhalten. Gerade wenn man sich da die Signalnachahmer anguckt, ne? Die sind hier alle so schön gelb umrahmt, was einfach bedeutet, dass man, ja, eigentlich sollte man in der Mitte
die Anzeige, insofern man eben von einer Haltstellung ausgeht. Diese eben auch in Gelb vorfinden. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, aufgrund der Länge der Bahnsteige gibt es hier Bahnsteigsunterteilung. Also man findet hier nochmal zwischendurch Signale angeordnet. Ach, aber tatsächlich jetzt hier ohne Signalnachahmer. Okay. Dann eben nicht. Für uns heißt es auf jeden Fall wieder Türen verriegeln. So, sollte hinzu sein. Das typische Bing-Geräusch kommt auch. Wir lösen die Bremse aus und dann geht's auf eingestellte V-Sollgeschwindigkeit. Genau, immer wenn der Signalnachahmer innen drinne quasi den ja, nachgeahmten Begriff, also irgendeine Einschränkung anzeigt, dann ja, wird das halt auch innen drinne, falls ein gelber Rahmen drumherum ist, auch nochmal gelb dargestellt. Und dann ist eben auch ein wirksamer 1000 Hertz Gleismagnet an dieser Stelle vorgeschaltet, sodass man den entsprechend quittieren muss. Oder halt auch nicht, aber dann steht man halt. Muss man sich entscheiden, was einem lieber ist. So, ganz kurz mal die Beleuchtung im Führerraum noch geändert. Na komm, 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 jetzt. Ich habe jetzt mal die gesamte Führerraumbeleuchtung hier eingetastet. Wir können jetzt auch hier gerne das Fernlicht im Tunnel nutzen. Aber nur ganz kurz zur Visualisierung. Mit genau dieser Lichtstärke würden wir theoretisch in Österreich dauerhaft umherfahren. Und weil ich euch das jetzt im Szenario und auch in meinen Augen persönlich nicht antun wollte, lasse ich das gerade in der Simulation hier gerne einfach auf den... Kurz noch die Geschwindigkeit bestätigen. Na komm. Ach so. Jetzt war ich aber auch irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Natürlich müssen wir die AFB-Geschwindigkeit am AFB-V-Sollsteller quittieren und nicht am Zugkraftsteller. So, jetzt geht's raus. Genau. Weil ich eben dieses Geblende einem quasi ersparen möchte, lasse ich das in der Simulation immer so. Trotzdem auf der niedrigen Stellung, aber es wird natürlich trotzdem nochmal erwähnt, dass man das so in der Realität nicht machen sollte. Ach, wieder die E-Taste. So. Jetzt sind die 300 Meter eingetragen und da geht's schon los. Frei 60 erwarten. Ja, nichts damit, VMAX. Nichts damit, VMAX. Bisschen müssen wir noch runter. Roundabout 10 km pro Stunde. Die Hauptsignale kommen hinter dem Brückenende. So, auf 60 reduziert. Und damit sind wir für Frei 60 bestens gewappnet. Die Barken für die Hauptsignale kommen auch schon. Übrigens, apropos Barken, hat jetzt zwar nichts mit der aktuellen Strecke hier zu tun, aber in Berlin, das hat man ja lange Zeit angenommen, dass bei den HL-Signalen oder also gesagt, beim Umbau von den HL-Signalen auf KS-Signale, dass die typischen Vorsignalbarken nach DS301, dass diese verschwinden und Korrektur nach DV301, dass diese verschwinden. Das ist aber nicht der Fall. Selbst mit dem Umbau auf KS-Signale hat man die Vorsignalbarken auf dem Berliner Außenring erhalten. Das nur anbei als kleine Information.
Was haben die denn jetzt mit uns vor, wenn die uns hier eine 60 reingeben? Irgendwie gefällt mir das nicht so. Wir fahren doch nicht den Railjet, um hier Weichen zu schrubben. Und es ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt gerade besonders gut im Fahrplan liegen würden, dass wir hier genügend Zeit haben. Aber der Fahrtinsider weiß wahrscheinlich schon, dass wir sowieso keinen Fahrplan haben. Und da sagt er sich, hey, hier, den können wir so ein bisschen ausnutzen zum Weichenschrubben. Den schicken wir über die Verbindung, wo ja die letzten 24 Stunden keiner mehr langfahren wollte. Ja, Ende Weichenbereich wird, nehme ich mal an, hier sein. Da kommt auch schon die Verschub-Halttafel und damit sind wir definitiv Stand jetzt aus dem Bahnhof raus. Und wenn wir den Bahnhof verlassen haben, dann können wir wieder auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Er zeigt es uns eigentlich sogar schon wieder an. Dann machen wir das mal so. So, Miep Miep macht unser Fahrzeug. Und dann einmal volle Kraft voraus. Angezeigt? Ja, nicht so wirklich. Gar nicht, okay. Ja, ÖBB Nightshirt wäre tatsächlich auch mal was für die Simulation hier. Wäre natürlich schön, wenn man das Szenario dann vielleicht irgendwie nach einem Kriterium auswählt, dass die Fahrt schon am Abend stattfindet, aber eher am frühen Abend. Und man quasi nicht in völliger Dunkelheit, nur mit dem Licht des Mondscheins, sich die Strecke heraussuchen darf oder angucken darf. Klar, sowas hat auch seinen Reiz, so eine Nachtfahrt. Haben wir auch tatsächlich schon öfters gehabt. Also wer sich insbesondere dafür interessiert, gerne mal in der Playlist Bahnknoten Sedin stöbern. Oder schwere Fracht für Sedin. Da ist auf jeden Fall ein solches Video zu finden. Mit einer 232 war das. Ich glaube, wir hatten einen Gemischtwarenladen hinten dran. Und damit ging es dann einmal quer durch die Nacht. Sind halt auch wirklich nur noch 11 Kilometer und dann sind wir schon in Bregenz, Bludenz. Wenn man jetzt mal noch schaut, ja, 140 dürfen wir fahren. Ich meine, es geht bestimmt gleich nochmal runter und dann wieder hoch. Aber auch allmählich vor Bludenz pegelt sich dann die Geschwindigkeit irgendwann nochmal ein. Wobei, muss gar nicht sein. Das kann auch sein, dass die Ankündigung erst mitten im Bahnhof kam, weil wenn es dann ja auf die eigentliche Arlbergstrecke hochgeht, also der Teil, wo wir dann wirklich den signifikanten Höhenunterschied merken, da geht es nämlich in einem ziemlich starken Linksbogen, genau, aus dem Bahnhof raus. Darauf folgt dann wieder der nächste stärkere Rechtsbogen, also geht es halt wirklich dann auf den Gebirgspass hoch. Aber das ist leider hier in TSW 4 nicht mit umgesetzt worden. Dafür müssen wir noch den Transmutator Classic benutzen, wenn wir die Strecke sehen wollen. Boah, ist das schön. Mit diesen goldgelb eingefärbten Bäumen. Nur die Baumgrenze da oben, die hat man nicht so wirklich respektiert. Da kommen dann halt einfach weiße Bäume, auf die der Schnee draufgeschneit hat. Und die nächste und letzte Schutzstrecke heute im Bunde
Oh, tatsächlich etwas kürzer. Ich würde ja sagen, das ist etwas mehr als der halbe Bremswegabstand. Aber gut. So, und dann können wir wieder einknipsen. Wow. Was für ein Ausblick. Einfach schön. Ja, die Region Vorarlberg lohnt sich natürlich auch für Ausflügler und Urlauber. Da gibt es nicht nur landschaftlich etwas zu sehen, sondern auch gerade im Winter bieten sich da einige schöne Möglichkeiten. Vom Langlauf bis zu, ja, doch auch einigen Abfahrten gibt es da eigentlich alles. Kletterparks tatsächlich auch. Das wäre noch sowas, was mir jetzt spontan einfällt. Im Sommer bieten sich Rad- und Wandertouren sehr gut an. Wer es dann etwas steiler, etwas schwieriger haben möchte, kann natürlich auch aus dem Tal rausgehen. In die Bergregion. Ja, gerade hier vorne. Es muss kein sonderlich großer oder hoher Berg sein, sondern ja, auch die kleineren Herausforderungen reichen da voll und ganz aus. So, 3,9 Kilometer. Jetzt nehmen wir die Zugkraft raus. Wir lassen den Zug jetzt wirklich bis nach Bludenz durchrollen. Das macht alles die Massenträgheit an der Stelle. Wir werden ja quasi Richtung Bludenz gedrückt und da vorne geht's schon los. Vorsicht! Also einmal Halt erwarten. Volle E-Bremskraft rein. Keine Sorge, die Lokomotive entwickelt gleich noch ein bisschen Kraft mehr, aber der Sicherheit halber gehen wir natürlich auch noch mit der Luftdruckbremse rein, schön pneumatisch unterstützen. Die 85 müssen wir erstmal noch knacken. Ach, natürlich. Auf dem letzten Stückchen natürlich noch abgeschossen. Ach Mensch, schade. Ich habe noch damit gerechnet, es wird knapp, aber... Na gut. Ja, Momentchen warten. Hauptluftleitung wieder auffüllen. Normalerweise natürlich jetzt auch Anruf beim Fahrdienstleiter. Versteht sich von selbst. So, und dann können wir eigentlich wieder los. Der Rest ist jetzt der AFB geschuldet. Die wird hier noch die Haltebremse aktiviert haben. Genau. Und dann geht's los. Langsam vorziehen für uns jetzt. Wir gehen vom Halt aus. Ach, das ärgert mich jetzt. Wirklich. Ich dachte noch so, na komm, bisschen Risiko, bisschen mehr Risiko. Und dann bei 86 hat's gezischt. 1 km/h. Aber so ist es eben manchmal. Wenn man hart an der Grenze fährt, muss man auch damit leben können, wenn es dann mal zischt. Mir kommt das wirklich ein bisschen knapp auch irgendwie vor. Machen wir ganz kurz langsam. Mich interessiert nur noch, was wir jetzt für einen Abstand hatten. 75,7. Ja gut, ich gucke es mir im Nachhinein mal auf der Videoaufzeichnung nochmal an. Das kann man dann auch im Nachhinein nochmal schön auswerten. Das ist eben der Vorteil an einem Video. Man kann genau sehen, was man falsch gemacht hat und was eben nicht. Weil, ne, da vorne ist das Hauptsignal. Es ist halt echt noch sehr viel Platz. Aber, naja, ist halt so.
Mir gefällt jetzt ehrlich gesagt nur wieder gar nicht, dass das Hauptsignal rot ist. Ich ahne wieder was ganz Unangenehmes. Dass sich die Einfahrt... hier in Bludenz irgendwie wieder verzögern wird. Weil da bestimmt wieder irgendein Lieblingszug unbedingt rausgefahren kommen möchte. Aber dafür können wir dieses wirklich, wirklich starke Alpenpanorama nochmal voll genießen. Gut, dann schnappen wir uns das Hebelchen, das frühere Bremsventil, und gehen mal in 1B. So. 1,5 Kilometer vor dem Ziel. Also wenn sich der Zug, der uns blockiert, aber der blockiert uns doch eigentlich auch gar nicht wirklich, oder? Der will, wenn ich die Fahrstraße sehe, ja doch, der will ins Gegengleis. Also von uns aus gesehen ins Gegengleis, von sich aus ins Regelgleis, und deswegen werden wir auch, wenn wir jetzt im Stellwerk anrufen, wieder eine Ablehnung bekommen. Genau. Machen wir das nochmal so. Nee, Einstellung. Speichern erstmal. Zack. So, und dann fliegen wir mit der Kamera nach vorne. Ob das jetzt wieder so ein böser ICE ist, der uns ausbremst? Nein, tatsächlich nicht. Es schaut aus wie der Railjet-Gegenzug. Immerhin. Licht hat er schon. Eine Abfahrtszeit wird hier nicht eingetragen sein, weil das ein KI-Zug ist, der wahrscheinlich auch wieder, ja, quasi ohne Fahrplan fährt. Ja, auf jeden Fall, so würde Bludenz ausschauen. Und hier vorne würden wir rein theoretisch gleich anhalten. Aber aus diesem Gleich kann halt auf unbestimmte Zeit werden, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wann dieser Zug hier losfährt. Das muss ich wirklich sagen, ist an dem Szenario hier tatsächlich jetzt nicht so schön gelöst. Was heißt nicht so schön gelöst? Tatsächlich doch sehr störend, dass man hier sehr lange auf die entgegenkommenden Züge warten muss. Vor allem eben auch aus wirklich sehr unbegründeten Sachverhalten. Würde man da jetzt vielleicht eine Langsamfahrstelle einbauen? Oder gut, ist aktuell in TSB 4 ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich die Objekte dafür nicht da sind. Aber meinetwegen eine Fahrt im Gegengleis organisieren, aufgrund einer Baumaßnahme, weil da irgendwas im Gleis steht, oder. Also der Spielraum ist da ja eigentlich relativ groß. Klar, man muss immer irgendwie an die Objekte kommen, stimme ich voll und ganz zu. Das macht sich aktuell nicht ganz so leicht, aber ja, mit ein bisschen Gedankengut, mit vielleicht einem anfänglichen Hinweis, wo und wie lange man halten wird, wäre das Ganze eigentlich auch schon vollkommen okay. Deswegen das an der Stelle noch als Hinweis. Wir springen ganz kurz an die Lokomotive zurück und da wird tatsächlich jetzt auch unsere Fahrt enden, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wann der andere Zug losfährt und ja, ich kann daran jetzt auch ehrlich gesagt nichts ändern, will aber auch keine 10 oder 20 Minuten jetzt hier rumstehen, nur damit am Ende ein Häkchen hinter einem Szenario steht. Deswegen, von meiner Seite aus, mir hat es echt Spaß gemacht, trotz dieser kleinen Pannen und Wartezeiten. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben gibst und ja, freue mich auf jeden Fall drauf, dich in allerspätestens 3 Tagen hier um 14 Uhr wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Wenn dir die Videos gefallen, gerne ein Like, ein Abo und einen freundlichen Kommentar unter dem Video hinterlassen und ja, wenn du eine Frage hast, einfach unten in die Kommentare rein. Ich versuche da mein Bestes, um sie zu beantworten, gegebenenfalls auch einfach im nächsten Video und ja, wer sich für den Train Simulator bzw. Train Sim World 4 interessiert, ein Affiliate-Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Und ja, damit würde ich mich jetzt hier auch aus dem Szenario verabschieden. Ich wünsche allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.